Das war ein kleiner Schock für alle Nutzer von Wikipedia, dem freien Internetlexikon. Da gab es einen Artikel über Siemens-Chef Klaus Kleinfeld, in dem kritische Halbsätze, etwa über ein misslungenes Handygeschäft, immer wieder gelöscht wurden. Von wem? Nun, von den PR-Leuten von Siemens, die bis zu ihrer Enttarnung die Veränderungen anonym vorgenommen hatten. Da sieht man, welche Schwäche frei zugängliches und von allen gestaltetes Wissen im Internet hat. Die Stärken liegen auf der Hand. Zugang zu Informationen für alle, die beste Grundlage für Demokratie. Für Kurt Jansson ist die Sache klar. Wissen gehört allen Menschen. Kurt Jansson arbeitet für die deutsche Wikipedia, die Online-Enzyklopädie. Was in Wikipedia steht, wurde von vielen Millionen Menschen erstellt. Menschen, die sich damit einverstanden erklärt haben, dass ihr Wissen von allen genutzt, verändert und weitergegeben werden darf. Ein wichtiger Faktor, der die Menschen bei uns motiviert, mitzuschreiben, ist tatsächlich ja, ganz ähnlicher Faktor, der auch damals die ersten Enzyklopädisten getrieben hat. Das waren ja Menschen der Aufklärung, die den gebildeten Bürger haben wollten. Und das ist bei uns ganz ähnlich. Also wir wollen auch das Wissen, was wir haben, möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen, damit die sich neutral informieren können und dann ja, politische Entscheidungen treffen können, Entscheidungen für sich selbst und das unabhängig, ohne eine Beeinflussung. Vor 50 Jahren lag die digitale Welt noch fest in der Hand von Regierungen und Konzernen. Doch einige Visionäre träumten schon damals davon, die digitalen Möglichkeiten dem privaten Bereich zugänglich zu machen. Mit dem ersten PC schien dieser Traum in greifbare Nähe gerückt. Jetzt konnte jeder Programme schreiben. Die genutzte Software war das frei zugängliche Wissen aller Nutzer. Und in den 70er Jahren entsteht dann neben der Hardwareindustrie eine separate Softwareindustrie. Und hier gibt es ein Schlüsselereignis, nämlich ein offener Brief an die Community von Bill Gates, der sagt, bitte hört doch auf, diese Software untereinander auszutauschen, sonst können wir damit kein Geld verdienen. Bill Gates Microsoft machte aus der Software eine lizenzgeschützte Ware. Ein Monopol entstand, das seine eigenen Regeln durchsetzte. Doch die Idee des frei zugänglichen Wissens hat überlebt. Sie steht hinter Programmen wie dem Internetbrowser Mozilla oder dem Betriebssystem Linux. Und die lassen sich auch kommerziell nutzen. Die Lizenzen der freien Software verbieten das nicht etwa, sondern im Gegenteil, die Philosophie dahinter ist, genau solche Geschäftsmodelle zu ermöglichen, weil das natürlich heißt, dass hier die Nachhaltigkeit der Entwicklung von freier Software unterstützt wird. Sogenannte freie Software kann ständig verändert und verbessert werden, je nach den Bedürfnissen der Anwender. Firmen wie Google oder Yahoo arbeiten zum Beispiel auf Linux-Basis. Sie nutzen diese Software als Alternative zum anfälligen Microsoft-System. Für Sven Wagner, der ein freies Netzwerk in Berlin aufbaut, heißt freie Software wiederum Internet für jedermann mit wenig Aufwand. Und freier Austausch über das Netz stärkt die Kultur einer Gesellschaft. Freies Wissen garantiert Meinungsfreiheit, lautet sein Standpunkt. Und zwar weltweit. Es gibt halt zum Beispiel auch Entwicklungsländer, wo gar keine Kommunikationsinfrastruktur vorhanden ist. Und die könnten halt zum Beispiel die Technologie, die hier entwickelt wurde, nehmen, in ihrem Dorf aufbauen und somit erstmal das Dorf mit untereinander vernetzen und dann halt mit Richtfunkantennen auch zu anderen Dörfern Kontakt aufnehmen, sodass man später halt da wirklich eigene Nachrichtenbeiträge produzieren kann, eigene Voice-over-IP, also Telefon übers Internet, Infrastrukturen aufbauen kann. Und das ist natürlich sehr preiswert, unsere Technologie. Das heißt, für Entwicklungsländer wunderbar geeignet. Frei zugängliches Wissen stärkt demokratische Strukturen, lautet das Ideal der Internetgemeinde. Je mehr Menschen dazu Zugang haben, desto größer ist der Gewinn für die Gesellschaft. Das bedeutet zum einen, dass die Meinungsäußerungsfreiheit, also ein Grundrecht, ein Menschenrecht, das zunächst mal auf dem Papier existiert, jetzt durch die medientechnologische Entwicklung auch tatsächlich nutzbar geworden ist. Die Musikszene macht es vor. Jan Gleichmeister, Musiker und irgendwie auch Produzent.
Er betreibt ein Netlabel, eine Internet-Musikbörse. Seine Songs und Kompositionen stellt er ins Netz. Weltweit kann sie jeder nach dem bekannten Wikipedia-Prinzip frei nutzen, verändern und weitergeben. Die Plattenteller drehen sich rund um den Globus. Ist es schon so, dass wie bei Wikipedia, jeder kann da was quasi an Input dazugeben. Und jeder kann ja heute auch, wenn er Musik macht und denkt, das ist gut genug, dass das andere Leute hören sollten, kann man einfach das ins Netz stellen und Netzlabel drüber schreiben und dann ist es frei verfügbar. Die Idee des freien Zugangs steht jedoch in Konkurrenz zu den Geschäftsmodellen großer Firmen. Es tobt ein Kampf um Nutzungs- und Urheberrechte im Netz. Doch der vitale Kern der Internetgemeinde scheint davon unbeeindruckt und sucht nach immer neuen Wegen. Es gibt eine Unmittelbarkeit des Ausdrucks, es gibt eine Vielfalt der Perspektiven, die sich hier ausdrückt, die eine Bereicherung darstellt, die ohne diese Mechanismen der digitalen Revolution, ohne die Informatikprodukte, die uns diese Möglichkeiten eröffnen, unvorstellbar wird. Im digitalen Studio des Leipzigers Jan Gleichmar trifft sich dänische Popmusik mit deutschen Texten. Über die weitere Zukunft des freien Netzes diskutieren die Internetjünger auf der internationalen Konferenz Wizard of OS4, die zurzeit in Berlin stattfindet.